So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben einen Premium-Promo-Pack von Strixhaven. Strixhaven, die Schule der Akademien. Ich weiß nicht, hattet ihr eine Lieblingsschule? Meine war ja so Silverquill. Ich war so ein richtiger Silverquill-Fanboy. Und ja, bin es immer noch zum Teil. Aber nur zum Teil. Wir haben ein Foil Knorriger Professor. 4 Mana, 5-4 Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, lernen wir eine Lektion. Ah, Lektion war, wir konnten uns eine Lektion aus dem Sideboard auf die Hand nehmen oder eine Karte ziehen, eine Karte abwerfen. Ich erinnere mich. Entscheidende Ablehnung. Ein blaues, ein grünes, spontan Zauberstimmen 1. Entweder kämpft eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren, gegen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Oder wir neutralisieren einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch, seine Becher zahlt 3 Mana mehr. Ich habe genau gehört. Okay, krass. Okay. Und Nyx Blütenurwesen. 7 Mana, 5-5, verursacht Trampelschaden. Und immer wenn eine bleibende Karte für Mana getappt wird, wird stattdessen dreifaches Mana gemacht. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Und ich mag die. Ich mag die Premium Promo Packs. Ich mag die Promo Packs. Und ich finde sie waren damals zu dem Zeitpunkt richtig, richtig gut. Dementsprechend heute ein wirklich, wirklich kurzes Video. Man könnte es fast schon als Short-Video nehmen. Was ich euch noch fragen wollte ist, könnt ihr mir kurz mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsbooster sind, die ich aufmache? Sind es Set-Booster, Draft-Booster oder eben Promo-Packs? Das sind ja so die drei, die ich am meisten aufmache. Und ja, würde mich mal interessieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black State. Ciao, ciao.